Heute dürfen wir in der Reihe Es Menschelt beim ganz, ganz besonderen Menschen zu Gast sein, Herrn Adalbert Jochem, denn er hat in diesem Jahr viel zu feiern. Zunächst mal ist sein jüngster Urenkel geboren, genau 100 Jahre nach eben 2021. Dann hat er mit seiner lieben Frau Cordula das besondere Fest der Gnadenhochzeit feiern dürfen. 70 Jahre sind sie miteinander verheiratet. Dann feierte er seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner lieben Gäste. Und er ist der Preisträger des Heimatpreises 2021. Also mehr geht gar nicht. Vielen Dank, Herr Jochem, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja. Ja, Sie haben ein bewegtes Leben hinter sich und Sie haben es ja auch mal aufgeschrieben in einem Buch, Bewegtes Leben, Geschichte und Geschichten meines Lebens, unserer Familie und ein Stück Zeitgeschichte. Und Sie verkörpern ja mit 100 Jahren ein Stück Zeitgeschichte. Aber zunächst mal interessiert es mich, wie haben Sie es denn hingekriegt, 100 Jahre zu werden und so vital durchs Leben zu wandern? Mich haben schon viele Menschen gefragt, wie macht man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie man das macht. Im Grunde kann ich sagen, es ist ein Geschenk. Genauso wie das ein Geschenk war, dass wir mit meiner Frau Cordula unsere Gnadenhochzeit feiern konnten. Auch ein seltenes Fest. Aber ich habe mich bemüht, einigermaßen gesund zu leben, einigermaßen sich zu bewegen. Und vielleicht verdanke ich das auch den Genen aus meiner Familie. Ihre Kindheit haben Sie verbracht in Oberschlesien, haben dort sicherlich noch viele gute Erinnerungen an diese Zeit, auch an diese Gegend. Wenn Sie heute zurückdenken an Ihre Kindheitstage, was fällt Ihnen da als erstes ein? Meine Kindheit, ja, wie soll ich ja sagen? Die war so bescheiden und so glücklich zugleich. Diese Ansprüche von heute, ja, die spielten überhaupt gar keine Rolle. Unsere Arbeit war Schule, Arbeit und am Sonntagnachmittag Freizeit. Die nutzten wir Kinder mit Wohlgefallen. Dass dieses Stückchen Freizeit war für uns eine glückselige Zeit. War es in Zeit der Armut, die 20er Jahre gerade, wenn ich daran zurückdenke, war ja eigentlich eine Zeit des Aufbruchs insgesamt in Deutschland. War das auch dort bei Ihnen zu spüren? Oder? Ja, zu spüren war es zum Beispiel in der Zeit der Inflation. Ich kann mir an ein Weihnachten erinnern, das mag 1928 gewesen sein. Da war, der Christbaum war immer Weihnachten natürlich im Mittelpunkt, wunderschön gemacht. Und da waren unter dem Christbaum 4 Pfefferkuchenmännchen. Das war alles. 4 Stück. Wir waren erstmal 3 Brüder und eine Schwester. Für jeden ein Pfefferkuchenmännchen. Und ich erinnere mich auf Weihnachten, wir hatten ein Pferd, ein Schaukelpferd, aber ein massives. Zu Weihnachten war das Pferdchen immer unter dem Christbaum. Und kurz nach Weihnachten war es wieder verschwunden, irgendwo auf dem Boden. Und das nächste Weihnachten war der Schwanz wieder dran, das Pferdchen gut lackiert. Ja, das hat uns überhaupt nicht gestört. Das war für uns immer wieder neu. Ja, was sagt der spätere Lehrer denn zu seiner Schulzeit? In die Schule, ich habe mich da im Internat pudelwohl gefühlt. Also erstmal habe ich das Privileg gehabt, nicht mehr in der Landwirtschaft ständig arbeiten zu müssen. Insofern war das ja für mich schon aus dem Milieu des Dorfes, des einfachen Lebens herausgenommen. Die Oberprima damals wurde halbiert, denn dann ging die Klasse schon für ein halbes Jahr zum Kriegshilfsdienst nach Celle. Und dann kam natürlich plötzlich dieser Brief der Wehrmacht, dass Sie in den Krieg ziehen sollen, 1941. Was hat man da für Gefühle, wenn man ein solches Schriftstück plötzlich in der Hand hält und sagt, jetzt könnte es sein, dass es für mich ein harter Kampf wird auf den Schlachtfeldern Russlands und ich vielleicht sogar dann mein Leben für das deutsche Vaterland lassen muss? Nach dem Kriegshilfsdienst in Celle hatte ich jetzt mal ein halbes Jahr Pause, blieb ich zu Hause,
bei meinen Eltern und habe in der Landwirtschaft geholfen. Und dann kam die Einberufung zur Wehrmacht. Ich kam nach Liegnitz. Liegnitz ist insofern für mich doppelt von Bedeutung, weil auch meine spätere Frau Cordula aus Liegnitz kommt. Ja, die Ausbildung hat sich eigentlich weniger mit den Waffen befasst, sondern vielmehr mit, weil ich ja bei Nachrichten war, vielmehr mit Funkunterricht, mit Telefonieren, mit Arbeiten am Kabel und mit Mastenklettern und was so alles in die Telegrafie hineingehört. Ich habe mir so überlegt, wenn ich mit dieser kurzen Ausbildung von 3 Monaten wirklich in den Krieg hineingeworfen werden würde, in den ernsten Krieg, wäre für mich schlimm geworden. Wir hatten keine Ausbildung, die notwendig war, um den Krieg bestehen zu können. Deswegen war ich eigentlich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich bei Nachrichten gelandet bin und im Krieg eben einen anderen Weg gehen konnte als die armen Soldaten, die im Heer tätig waren oder im Bad der Artillerie direkt an der Front. Insofern war für mich der Krieg sehr, sehr glücklich verlaufen. Ich kam unversehrt nach Hause. Und ich bin damals bei den Nachrichten, 41 bis 45 war ich im Krieg, zunächst mal 2 Jahre in Warschau und dann eben 2 Jahre dann nach Russland. Beim Aufbau der neuen 6. Armee kam ich nach Stalino. Das liegt an einem Ort nördlich vom Asowschen Meer. Und von da ab ging es einfach für mich ständig zurück. Wir wurden nur gejagt, die Russen jagten und wir rückten immer zurück. Wir mit unserem Fernsprechwagen, immer der hinter der Armee Kommandatur hinterher. Ja, und so kam ich dann bis zur letzten Station über Ukraine, Moldawien, Ungarn, bis nach Österreich, Graz war die letzte Station, die wir dann besetzt hatten mit unserem Telegrafenwagen. Und in Graz, da erreichte uns dann eben die Nachricht am 7. Mai, wir konnten das ja, weil wir in der Vermittlung waren, im Radio hören wir auch und auch durchs Telefon, am nächsten Tag ist Schluss. Da ist der Krieg zu Ende. Das war am 8. Mai 1945. Ja, Herr Jochen, Sie sprachen gerade von Ihrem Rückzug. Die Russen rückten jetzt immer näher. Hatten Sie auch so etwas wie Angst, als Sie spürten, es wird immer enger? Und natürlich hatten wir unheimlich Angst. Damals die Propaganda war so angelegt von den Nazis, die Russen sind Untermenschen. Die Russen sind auch fast keine Menschen. Und die Angst in der Bevölkerung, nicht nur bei uns Soldaten, sondern auch eigentlich überall, die Angst vor den Russen war groß. Und das hat sich auch gezeigt, damals bei uns selbst, Rückzug, wir hatten es sehr, sehr eilig, in der Nacht vom 7. Mai auf den 8. Mai, den Wagen so zu rüsten, dass wir am nächsten Morgen losfahren konnten. Wir haben unsere Masken, unsere Gewehre vergraben vor dem Haus und was jetzt nicht notwendig war, einfach auch vergraben oder liegen lassen. Das Nötigste, was wir gebraucht haben, was zu essen, das haben wir mitgenommen. Unsere Kleidung haben wir mitgenommen, aber keine Gewehre mehr, gar nichts. Und da hieß es nur weg Richtung Westen. Und wir haben diese Linie erreicht, kamen nachts
an einem bestimmten, in einem Tal, in einem Alpental an. Und jetzt helft euch selbst. Und was wir da gemacht haben, unsere Zelte aufgebaut, waren so, weißt du, so 3-4 Mann Zelte. Jeder suchte sich seinen Platz. Das Essen haben wir zum Teil mit Eisenrationen bestritten. Aber wir sind aber auch unterwegs gewesen, um Kräuter zu sammeln. Ich weiß also, da sind wir losgezogen und haben Brennnesseln gesammelt. Und Brennnesseln vermischt mit Pferdefleisch. Das wird klar. Das wurde einfach zusammengemischt, das war dann oft unser Mittagessen. Wir waren zunächst wirklich einmal froh, von der russischen Seite weg zu sein. Das war für uns schon alle ja, ein Glücksmoment, kann man schon sagen. Ja? Denn, trotzdem kamen Sie dann in Untersuchungshaft? Das kam dann etwas später noch, ja. Ich habe auch gesessen. Aber das will ich erzählen. Ich hatte dann das Glück, zeitig entlassen zu werden. Am 24. Juni 1945. Und das kam so. Im Lager, wir waren damals im Lager südlich von München, hieß es, irgendwie tut sich da was politisch. Der Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, waren von den Russen, waren von Amerikanern besetzt. Und da sollte ein Tausch, das schien uns damals so, mit West-Berlin irgendwie im Schwange. So ganz haben wir das nicht durchschaut. Aber es war so, ich habe eine Cousine in Thüringen, die ich natürlich nicht hatte. Aber so bin ich entlassen worden. Ich kann mich in den Sinn. Sind wir dann in LKW gestiegen, über Nürnberg irgendwo hin. Und in Gera hat uns der ausgeladen. Da standen wir da, in Gera, in der Nähe des Bahnhofs. Nichts in der Hand, als meine Kleidung und mich selbst. Kein Geld, überhaupt nichts. Ich komme nach Gera reingelaufen, 5 Kilometer waren zu laufen. Und da sehe ich, was ist denn hier los? Da sehe ich Leute aufmarschieren mit Fahnen, mit roten Fahnen. Und ein Gesänge und Geschrei. Was ist hier los? Ja, die Russen sind da. Ich komme auf den Marktplatz in Gera. Großer Aufmarsch von Menschen, die klatschen. Panzer ziehen auf, russische Soldaten ziehen ein. Um Gottes Willen, jetzt bist du wieder bei den Russen, von denen du eigentlich weg wolltest. Mhm. Da saß ich da. Und auf einmal, während ich mit seinem Handwagen aufs Feld fahren wollte, kommen 2 russische Soldaten mitkommen. Er muss sich also mit begleitet, rechts und links, in eine Gaststätte in Gera Frankenthal. Und da waren auch schon andere Leute da. Wieso verhaften die mich? Keine Ahnung. Weil nur weil ich noch die Militärjacke hatte, könnte sein. Und hat mich jemand verpfiffen. Warum, dass ich so zeitig entlassen worden bin, hat das Hintergründe? Ja, und dann kam ich zur Befragung. In dem anderen Lokal war die Befragung. Du amerikanischer Spion. Dann bin ich erstmal platt. Du amerikanischer Spion. Du holen Sachen nach Hause, du kommst mit. Dann komme ich dann wieder hin zum Gespräch, zur Verhör und sage dann unvorsichtig, die Russen haben mir und den Soldaten
haben mir die Socken weggenommen und Zigaretten. Woher du wissen? Es wurde Abend, kam ein grüner Jeep. Wir wurden aus der Gaststätte aufgeladen, ab nach Gera ins Gefängnis, in die Untersuchungshaft. Ja, kam ich also, warum die mich mitgenommen haben, weiß ich nicht. Weil ich die Uniform getragen habe, die grüne Jacke, weiß ich nicht. Hat irgendjemand mir was Böses tun wollen? Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe also nicht zu Schulden kommen lassen. Aber nun saß ich also dann da. Spannend wurde es immer am Samstag Mittag. Da kamen dann Soldaten und haben Leute rausgeholt. Und da haben wir schon gesehen, es gab auch so, glaube ich, grüne und rote Karten oder Zettel, die Soldaten. Wenn der Zettel rot war, dann wurden die Leute sofort in den grünen Minna zum Abtransport nach Buchenwald geholt. War der grün, dann könnte es Entlassung gewesen sein. Ich hatte insofern ein bisschen Schutzraum gehabt, weil ich privat in einem kirchlichen Internat war. Da spielte HJ und keine Rolle. Wir waren alle nicht in HJ. Deswegen konnte ich mit gutem Gewissen sagen, ich war in keiner parteilichen oder in keiner Jugendorganisation. Ja gut, das haben die ja so scheinbar abgenommen. Denn etwas später kam dann auch, das war Samstag, wieder Soldaten und riefen zwei Leute raus. Eine Frau, die war im Nachbarzimmer. Einen Bauern und mich. Da wurden wir alle zu dritt entlassen. Und da war also alles die grünen Zettel. Und da sagt er noch, Echim Adolbert, vortreten. Ja. Sachen nehmen, nach Hause. Bloß weg hier. Und dann kam ich dann zu dem Gastwirt wieder hin, bei dem ich gearbeitet habe. Da sagt der Gastwirt, wir können dich nicht mehr gebrauchen. Da saß ich wieder da mit nichts. Und dann lese ich hier, Genosse Adalbert Jochen, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Was hat es denn damit auf sich? Sie in der SED, Herr Jochen? Muss man wissen, damals, man wollte eine neue Art Lehrer schaffen. Und man nannte sie nicht mehr Lehrer, sondern Neulehrer. Das sind die neuen Lehrer. Die sollen aus der Arbeiterklasse kommen. Da habe ich mir gedacht, wo komme ich denn eigentlich her? Mein Vater war einfacher Handwerker, hat eine kleine Landwirtschaft. Ich komme aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Haben die das nicht gelesen? Jedenfalls eine Absage. Also ich wollte keine Leute mit höherer Schulbildung haben, sondern Leute aus dem Arbeitermilieu. Und ich hatte da einen Freund in Frankenthal, der sagt mir, du musst in eine Partei eintreten. Nun gab es in Frankenthal zwei Parteien, die KPD und die SPD. Ja, sage ich, muss ich machen. Ich nehme die, mit der ich so am ehesten zurechtkomme, trete in die SPD ein. Und ich habe mich wieder beworben, die gleiche Prüfung nochmal abgelegt und plötzlich bekam ich die Zusage, ich könnte an die Pädagogische Akademie nach Altenburg. Aber während ich das noch durchgedacht habe, ist die Sache passiert, dass die
die KPD und SPD einen Vereinigungsparteitag durchgeführt haben. Und schon war ich in der SED, was mich eigentlich verhindern wollte. Ich war in der SED. Und mit dem Titel in der SED habe ich dann nochmal Studium begonnen. Am 17.01.1950 haben Sie dann trotzdem etwas gewagt. Sie sind wieder ausgetreten aus der SED. Das bedeutet natürlich, dass Sie vielleicht auch Verfolgung jetzt ausgesetzt seien, oder? Ja, genau so war das. Also ich bin dann ja 1947 in den Schuldienst gekommen und der Schulleiter war damals ein SED-Mann. Also sagt er, schön, dass wir wieder einen Genossen haben. Und bei mir wurmt es dann so. Ja, und ich muss zum Rathaus, ich muss da was reinwerfen. Da bin ich zum Rathaus gegangen, das war zugleich auch die Zentrale der Partei. Und da habe ich meine Abmeldung aus der SED vollzogen und ein Abmeldungsschreiben reingeworfen. Also ich habe Bammel. Was wird jetzt am 6. Januar, am 7. begann wieder die Schule. Und ich komme dann in die Schule rein. Der damalige Schulleiter war wieder ein anderer, auch als SED-Genosse, guckt mich über die Brille an, sagt aber kein Wort. Es blieb mal dabei, hat kein Wort gesagt, ich auch nicht. Und dann bekam ich von der Partei noch ein Schreiben, wir glauben, dass Ihre Überlegung dem Austritt so vollzogen ist, dass wir wohl nicht mehr nachfragen können. Deswegen verzichten wir auf ein weiteres Gespräch. Dann war ich sogar vorgeschlagen worden für die Lehrerbildung in Mühlhausen. Musste ich mich dann sogar beim Schulrat in Zornroda vorstellen und meine Vorstellungen darlegen, in welchen Fächern ich eingesetzt würde. Und auf einmal hieß es, nein, wird nichts. Da war dieser Schulleiter, der Opportunist, nach Zornroda gefahren und hat denen gesagt, wusstet ihr nicht, dass der aus der SED ausgetreten ist? Da war die Sache mit Mühlhausen natürlich gestorben. Für mich heute ein Glücksfall. Das glaube ich, ja. Heute war es ein Glücksfall. Ja. Ja, Krieg, Flucht, Gefangenschaft, Untersuchungshaft, dann diese Geschichte mit der SED. Sie hatten ja schon einiges durchgemacht in Ihren ersten Lebensjahren und Jahrzehnten. Doch dann kam ja das Besondere, 10 einer jungen Liebe nennen Sie das Ganze. Sie lernten Ihre Frau Kordeler kennen. Wichtig war Ihnen, so wie habe ich es nachlesen können, dass sie katholisch ist, das war sie. Und dann sehe ich die ersten Bilder hier, junges Glück, schreiben Sie, er reißt mir aus. Dann hier das schöne Bild von den beiden, also ganz, ganz reizend, wie Sie das auch beschrieben haben. Was war das Besondere an Kordela, dass Sie gesagt haben, das ist die Liebe meines Lebens. Und Sie haben es beim 100. Geburtstag nochmal so schön noch ausgedrückt, als Sie ihr dann nochmal ein Küsschen gegeben haben, dass sie immer an Ihrer Seite war, dass Sie das Leben gemeinsam verbracht haben, dass Sie heute noch lieben wie am ersten Tag. Was hat diese Liebe besonders ausgemacht? Also Kordela war so, wir haben uns eigentlich zuerst mal gesehen im Kirchenchor. Wir waren in einer kleinen Gemeinde, war ein kleiner Kirchenchor. Kordelas Mutter sang im Kirchenchor, sie sang im Kirchenchor. Ich unterstützte die 4 Männer im Kirchenchor. Ja, das war so der erste Blick. Ja, und dann kam es schon mal, dass wir so ein bisschen zurückblieben. Und die Oma, die Mutter ging schon voraus und wir haben etwas verzögert und haben vor dem Schulhaus dann noch ein bisschen gewartet. Was sich dann auch zufällig ergeben hat, dass der Vater von der Kordela Schulhausmeister wurde in der Schule, in der ich unterrichtete. Da sind wir uns also noch näher gekommen. Meine Klasse 8a, die A-Klasse hatte ich, die lag genau über der Wohnung vom Hausmeister-Ehepaar. Ich
brauchte nur Treppe runter zu gehen. Der war dann im Saal in dem Dorf Tanz. Und da war die Kordler mit ihrer Freundin auch dahin gekommen, habe sie eingeladen zum Tanz in die Kneipe da im Dorf. Und auf dem Rückweg merkte sie schon, dass die Nähe zu der einen Seite stärker ging als zu der anderen. Ich war in der Mitte und die zwei Mädchen rechts und links. Naja, dadurch, dass sie dann aber in der Schule wohnten, ich hatte in der Schule die Kräutersammlung zu regeln. Das heißt, so in den Pausen hatte ich dann Schüler gehabt, die Kräuter, die gesammelt waren, sortieren mussten. Die mussten dann verpackt werden in Säcke, zum Bahnhof gebracht werden. Und da musste ich oben diese Kräuterkammer immer abschließen und den Schlüssel beim Hausmeister abgegeben. Und dem Vater oder der Mutter fiel das auf, warum der Jochen eigentlich früher hatte mit den Schlüssel durch Schüler geschickt. Jetzt kommt er mal selbst. Und so haben wir dann eben 1951 geheiratet unter ganz einfachen Umständen. Die Mutter hat dafür gesorgt, dass der Klassenraum ausgeräumt wurde, dass dort die Tische passend zusammengestellt wurden. Da gab es Kaffee. Und am Abend hat es einen Abendbrot gegeben, wobei die Schwiegermutter, die Kordlers Mutter, im Vorfeld schon eingetauscht hat, hat gebettelt mit Fleisch, mit Fett, mit Marken und so weiter, sodass wir am Abend ein normales Essen hatten. Da gab es kein Bier, gab keinen Schnaps. Wir hatten das nicht. Der Pfarrer Wieden, der brachte eine Flasche Schnaps mit, stellt sie auf den Tisch, aber wir haben es nicht getrunken, hier an einem Abend. Und das damals Ja-Wort, die richtige Entscheidung hat, zeigt ja, dass Sie jetzt 70 Jahre miteinander verheiratet sind, viele Gemeinsamkeiten auch erlebt haben. Was macht denn das Erfolgsrezept Ihrer Ehe aus? Wenn ich jetzt zu jüngeren Eheleuten spreche bei der Trauung, dann sage ich oftmals, wir haben viel miteinander geredet, wir haben viel miteinander gelacht. Ist das Ihr Erfolgsrezept? Die schwierigen Zeiten, die Bruchzeiten, die wir zusammen erlebt haben, das schmiedet unheimlich zusammen. Dass man aufeinander angewiesen ist. Ich denke, dadurch, dass wir die Schwierigkeiten in der DDR erleben mussten, die Enge des Lebens erleben mussten, beide die Heimat verloren haben, beide zusammen aufbauen mussten, von klein auf, und das zweimal nacheinander. Einmal in Auma, weil wir beide die Heimat verloren haben. Das zweite Mal von Neuem, dass wir die DDR verlassen haben und wieder bei Null angefangen haben. Wir haben die drei Mädchen gehabt und wir hatten uns beide. Und da muss ich sagen, dass die junge Frau Kordela, die war damals, als wir geflohen sind, 26 Jahre, 26 mit drei Kindern, dass sie unglaublich viel geleistet hat. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Mutter von ihr, so ähnlich. Also, dass die schweren Zeiten, die man durchstehen musste, auch Rückschläge durchstehen musste, und das bindet unheimlich, dass man sagt, allein wärst du verloren gewesen. Und ich meine, dass die beste Bindung dort entstanden ist, wo es im Leben am schwersten geworden ist. Dass man nicht davonläuft, da wegläuft oder auf was anderes sucht, sondern dass man bleibt und versucht, einer dem anderen zur Seite zu stehen. Ja, und eine Geschichte, die mir natürlich auch sehr aufgefallen ist, 11 Jahre lang haben Sie Ihr Elternhaus nicht mehr gesehen nach dem Krieg. 11 Jahre haben Ihre Eltern Sie nicht mehr gesehen. Und als Sie dann zurückkamen,
Und Sie zu besuchen, muss es ja ein besonderer Moment für beide Seiten auch gewesen sein. Die Eltern standen dann nur da. Wir waren natürlich, den Sohn kannten sie. Aber wie sieht die Frau aus? Ja. Das war für die Eltern natürlich eine spannende Sache. Und Kordler hatte direkt Angst. Ich bin ja nur froh, dass ich die Kinder an der Seite habe. Das erleichtert die ganze Sache. Ja. Man kannte sich zwar von Bildern, vom Schreiben her. Das war eine schlimme Zeit. Aber das war für die Eltern war es eine Spannung, dass sich eine Schwiegertochter, die man noch nie gesehen hat, jetzt gleich mit zwei Kindern vor sich zu haben. Ja, kommen wir zu einem weiteren Wendepunkt in Ihrem Leben. Von der DDR aus ging es dann Richtung Westen über die Grenze. Und glücklicherweise haben Sie dann über den Umweg in Stubenburg-Senne den Weg gefunden nach Hövloff. Für uns ein Glücksfall, aber für Sie sicherlich ein einschneidender Schritt. Ja, warum ich gegangen bin, muss ich vielleicht mal kurz sagen. Es ist, wir müssen uns von Lehrern trennen, die nicht mehr regimetreu sind. Und dann die Sache mit dem Austritt aus der SED hat mich dann schon beschäftigt. Mhm. Das könnte Folgen haben. Na, jedenfalls habe ich dann den Schritt gewagt, mit vielen, vielen Schwierigkeiten den Weg gefunden über Lager, über Marienfelde in Berlin, über Aurich in Ostfriesland, über Emden, Ostfriesland, über Sozialwerk hier. Und da haben wir im Sozialwerk gelebt wie im Paradies. Nach den Lagerzeiten war das für uns wirklich ein Paradies. Nicht nur von der Landschaft her, sondern wir hatten zwei Zimmer, später sogar drei Zimmer für uns. Wir fühlten uns da ganz wohl. Und da musste ich aber in der Zeit im Sozialwerk noch meine berufliche Arbeit klären. Ich hatte keine Unterlagen. Die ganzen Unterlagen, ob Abitur und so weiter, musste ich alles nochmal nachholen. Und dann hieß es, die Prüfung, die zweite Staatsprüfung, wird nicht anerkannt. Die erste ja, die zweite nicht. Musste ich also nochmal auf die Schulbank. Wir haben zwar unterrichtet im Sozialwerk, haben nebenbei eben Arbeitsgemeinschaften besucht. Nachdem ich 11 Jahre Unterricht schon geleistet habe, musste ich das nochmal von vornherein, von Anfang anfangen, um die zweite Staatsprüfung zu machen. Das habe ich dann auch getan. Gleichzeitig meldete sich auch Hövloff. Ja, und da habe ich mich dann vorgestellt beim Bürgermeister Liemke in seinem Büroraum. Naja, hat das noch gedauert und dann war ich zum Katholikentag in Hannover. Komme nach Hause, liegt ein Brief vor. Sie fangen in Klaus Heil an am so und so vielten. Ja, also so von heute auf morgen muss ich dann also nach Klaus Heil. Das war in Hövloff die erste Schule, die so ausgerüstet war mit Klassenräumen, mit Gruppenräumen, mit kleinen Gymnastikhalle, eine Küche hatten wir. Und Bürgermeister Förster hat uns auch dann einen Sportplatz auch noch gekauft von der Gemeinde. Ja, das war eigentlich eine Idylle, muss ich schon sagen. Aber das hat sich sehr schnell geändert. 1969 wurde ich dann an die Hauptschule in Hövloff. Der erste Rektor der Hauptschule? Ja, 69 bis 84. Die Hauptschule war ja damals ganz neu im System. Früher gab es ja Grundschulen noch gar nicht und Hauptschulen, sondern die Volksschule. Und plötzlich dieses neue System haben Sie ja damit aufgebaut. Was war das Besondere an der Hauptschule gegenüber den früheren Schulformen? Ja, es ist, ich habe es auch damals schon zum Jubiläum gesagt, man hat sich so an die kleinen Schulen gewöhnt.
Es war sehr familiär alles. Die Eltern zogen sehr stark mit oder fühlten sich mit als Träger der Schule mit. Das hat sich dann in den großen Systemen nicht mehr so sehr deutlich abgezeichnet. Da wurde mehr, kam die Kritik stärker im Zug. Sie haben die Schule geprägt und viele erinnern sich ja noch gerne an diese Zeiten zurück. Ja. Aber darüber hinaus haben Sie ja auch in Hövloff sich eingebracht in viele, viele Vereine. Was war Ihre Intention? Warum haben Sie gesagt, obwohl Sie jetzt nicht unmittelbar hier geboren waren, dass Sie so stark Hövloff prägen wollten, auch in Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten? Eigentlich gar nicht so sehr unter mein Zutun. Ich habe mich nicht beworben. Ich bin angesprochen worden. Dieser Bereich der kulturellen Arbeit hätte so eine Neigung dazu. Dann kam natürlich die Bindung, die kirchliche Bindung im Salvatorkolleg. Das ist mir einfach auch zugewachsen. Also es war schon viel, was Sie für Hövloff geleistet haben. Und das war ja dann auch der Anlass dazu, dass Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten haben und jetzt auch den Heimatpreis der Gemeinde Hövloff, zu dem ich Ihnen nochmal herzlich gratulieren möchte. Und jetzt interessiert uns zum Schluss natürlich noch, was macht man mit 100 Jahren heute? Wie ist so ein Tagesablauf? Wie lebt man sein Leben in diesem hohen Alter? Ja, mein Arzt sagt immer wieder, bewegen, bewegen, bewegen. Die Gartenarbeit hat etwas nachgelassen. Mhm. Ich habe sonst bis zum vergangenen Jahr sehr viel im Garten gearbeitet. Lesen geht leider nicht mehr. Ich muss mich mit dem Hören ein bisschen begnügen. Ich habe mittlerweile so viel Kassetten, Hörspiele, Literatur, dass ich gar nicht mehr nachkommen kann. Ja, Jochen, zum Abschluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die Gastfreundlichkeit. Schön, dass wir bei Ihnen sein durften. Und ich darf Ihnen noch alles Gute wünschen für die nächsten Jahre. Bleiben Sie weiterhin so gesund, so vital und auch so auskunftsbereit über Ihr Leben, denn wir alle können viel davon lernen. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern zum Schluss nochmal einmal das Zitat mitgeben, was Sie auf Ihrer Einladungskarte zum 100. Geburtstag geschrieben haben. Das Leben wiederholt sich nicht. Geh sorgsam mit ihm um. Herzlichen Dank.